Hallo beim Velo Motion YouTube Kanal. Ich bin der Chris und vor mir steht, wie ihr sehen könnt, ein neues YT. Das YT Decoy, der Vorgänger, hat uns schon sehr gut gefallen. Dieses Teil hier heißt jetzt YT Supernatural. Und YT spricht hier gar nicht von EMTB, Light EMTB, sondern wenn wir YT glauben wollen, steht hier vor uns ein Electric Enduro. Warum und was es damit auf sich hat, seht ihr im Video. Also schaut es euch an. YT kommt mit einem neuen Decoy. Das alte Decoy war erfolgreich, so wie eigentlich alle YT-Räder. Warum? Weil sie die Fahrer abholen, die Leute bei YT fahren, die meisten davon selber schon lange. Und das merkt man den Rädern auch oft an. Natürlich glänzt YT auch mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist eine ihrer Stärken als Versender auch. Aber wie gesagt, sie holen die Fahrer ganz gut ab. Ob das vom Style der Bikes ist, wie auch von der Performance, wie auch von der Ausstattung, ihre Auftritte auf Events, die machen ganz viel richtig in meinen Augen. Umso mehr war ich gespannt, was das neue Decoy kann, das Decoy Supernatural. Und ich habe es im Eingang des Videos schon mal gesagt, sie haben gar nicht sich aufgehalten mit EMTB oder Light EMTB oder irgendwas in der Art, sie reden von Electric Enduro. Aktuell, es ist ja so, dass jeder meint, ein Light-EMTB machen zu müssen und das Gewicht so weit nach unten zu drücken zu müssen, wie es geht. Auch eben Räder mit zum Beispiel einem Fazur-Antrieb oder Fazur, wie wir in Bayern sagen. Die liegen dann oft so bei 17, 18 Kilo irgendwas in dem Dreh. Hier nicht. Die Modelle liegen alle knapp über 20. Will White hier aber auch gar nicht, sagen sie, weil sie wollen ein Gerät, was robust ist, mit dem man Spaß haben kann, was durch Fahrgefühl glänzt und nicht nur auf dem Datenblatt und an der Waage. Es wird drei Modelle davon geben. Vorne steht das Topmodell. Wir gucken uns das mal ganz kurz an. Bei allen gemein ist ein sehr hochwertiger, schön gemachter Carbonrahmen. Der Fazurmotor ist super integriert. Die Silhouette ist relativ schlank. Ich habe 160 am Heck, immer eine 170er Gabel. Hier kann ich am Strap diverse Sachen verstauen. Flaschenhalter geht rein. Was soll ich sagen, Unterrohr ist geschützt, all das, was man von einem YT auch erwarten würde oder überhaupt von einem hochwertigen MTB oder EMTB. Diesen Carbonrahmen haben sie alle gemein. Auch bei allen ist die Postman-Stütze verbaut mit bis zu 230 mm, abhängig davon, welche Rahmengröße ihr wählt. Und auch an allen Rädern verbaut ist ein Conti-Grip. Totalreifen. Die Krypt-Totalreifen sind tatsächlich in den letzten Jahren durchaus in der Gunst der meisten Biker gestiegen. Und nachdem Conti so ein bisschen geschwächelt hatte, erkämpfen sie sich damit wieder echten Platz im Herzen vieler Fahrer, vor allem derer, die auf der Suche nach viel Grip sind. Die Reifen können auf alle Fälle was. Ansonsten die verschiedenen Ausstattungsvarianten. Es gibt das Core 4 hier vor uns, dann noch das Core 3 und das Core 2. Ich sagte schon, die liegen alle zwischen 20 und 21 Kilo. 20,4, 20,5, 20,6. Klar, teurer wird leichter. Wobei ich ehrlich sagen muss, 100 oder 200 Gramm. Leute, so viel Dreck fahrt ihr am Rad schon spazieren, wenn es einmal irgendwo ein bisschen schlammig ist. Also gut, können wir mit leben, bei allen drei Rädern mit dem Gewicht. Auch preislich ist die Grenze gar nicht so groß. Wir liegen bei 6499, 7499 und 8499, also immer 1000 Euro mehr, wenn ich ein Modell höher gehe. Das Topmodell gucken wir uns gleich genau an, weil da sehe ich auch ein bisschen was über die Performance. Das Einstiegsmodell kommt mit einer SLX-Schaltung, habe ich auch an einem meiner Räder, funktioniert wunderbar, muss man sich keine Sorgen machen. Eine Tektro-Bremse, mit den Tektros haben wir die letzten Jahre auch eigentlich echt gute Erfahrungen gemacht. Und es ist ein RockShox Select-Fahrwerk drin mit einer SEP und einem Vivid. Das Ganze rollt dann auf DT Swiss Rädern aus der 1900er Serie. Also da alles stabil, robust, funktionell, gibt es nichts zu meckern. Man kann auch zum Einstiegsmodell greifen. Das drüber hat dann schon ein Ultimate Fahrwerk, Ultimate Gabel und Dämpfer. Laufräder sind Crank Brothers in Alu. Bremse ist ebenfalls die Tektro. Spannend ist dann die Schaltung. Ihr seht hier schon, da ist eine GX Transmission drauf. Auf dem mittleren Modell ist auch eine Transmission Schaltung verbaut. Die neue 1000er, glaube ich, die 1000er Serie ist bei der Eurobike jetzt kürzlich vorgestellt worden. Kann eigentlich das meiste, was die GX kann, ist halt vielleicht ein bisschen schwerer, sieht optisch ein bisschen weniger edel aus. Also in der Performance müsst ihr da wenig Abstriche machen, bis keine. Tatsächlich wird hier einfach nur ein bisschen gespart. Und dann haben wir vor uns das Topmodell. Wie ihr seht, eine GX-Transmission.
Da sind dann die Crank Brothers Laufräder schon in der etwas hochwertigeren Variante drin. Ihr habt eine SRAM Maven Bremse drauf, die zugegebenermaßen eine echte Verbesserung ist, das SRAM Bremsen, die ich davor gefahren bin, zumindest für mich. Aber wer nicht gut fährt, muss viel bremsen. Und was noch erwähnt werden will, ist natürlich das Fahrwerk. Hier Factory Fahrwerk von Fox, vorne mit 38, die Gabel ist eine Bank, auch wieder bei jemandem meinem Gewicht super. Ich würde es jetzt jemandem mit 60 Kilo vielleicht nicht empfehlen, wenn er nicht der Mega-Hacker ist, weil da fühlst du schon Schläge in den Händen, die du mit einer 36 oder sowas nicht fühlen würdest. Und der Dämpfer ist natürlich auch richtig geil. Damit hat das Fahrwerk richtig Traktion. Bin auch gespannt, mal eins von den neuen Decoys, von Supernatural Decoys mit einem Luftdämpfer zu fahren, weil sich das dann so anfühlt. Gucken wir uns mal die Geometrie an. Lenkwinkel um die 64 Grad, 63,9 bis 64,2 genau. Kettenstrebe ist immer knapp über 440, 442 bis 443. Tretlager 344 bis bisschen niedriger runter auf 340. Und natürlich wichtig, der Reach von 432 bis 515, wenn ich es mir richtig gemerkt habe. Habe ich schon eine ordentliche Bandbreite? Ja, es gibt irgendwelche Räder mit ganz extremen Geometrien, wo das XXL noch länger ist. Brauche ich aber nicht. Und das Rad hat ja auch sein Gewicht. Und das Handling soll intuitiv sein. Dazu das Rad noch abfahrtsorientiert. Glaube ich, haben sie was gut gemacht. Worüber sich vielleicht ein bisschen streiten lässt, die High- und Low-Einstellung variiert jetzt weder Kettenstrebenlänge noch Tretlage noch Lenkwinkel sehr extrem. Bei 0,3 Grad und wenigen Millimetern, ich glaube 1 Millimeter nur bei der Kettenstrebenlänge, können wir dann drüber streiten, ob wir das brauchen oder nicht brauchen. Ich habe mir dann gedacht, du, dann machst halt lieber eine Einstellung, eine feste Geometrie ohne Verstellbarkeit, weil es so wenig ist. Jetzt sagte mir aber gerade ein Kollege in der Redaktion vorhin noch, wie wir das besprochen hatten, er findet das gerade geil, weil er findet, es sind Nuancen, die für den einen oder anderen Fahrer schon was ausmachen und ihm wichtig sind, diese kleinen Details. Man kann es ja wirklich noch feintunen, während er diese ganz krassen Verstellbereiche, wo es dann um 2 Grad Lenkwinkel oder sowas geht, eigentlich eher unnötig findet, weil da kommen dann oft Sachen raus, die eigentlich zum Einsatzbereich und zur Performance vom Rad gar nicht passen. Gut, da können wir drüber diskutieren. Was euch am meisten interessiert, ist natürlich, wie dieses Rad performt. Mein Kollege Christoph ist damit schon ganz ausführlich unterwegs gewesen. Der war beim Launch des Rades in den Alpen und ist dann auch hier bei uns in der Umgebung noch unterwegs gewesen. Von dem seht ihr auch die Fahraufnahmen im Video. Der war mit Paul zum Filmen am Geißkopf unterwegs im Bikepark. Auch deswegen, um sich nochmal einen Eindruck zu verschaffen auf den Strecken, die er sehr regelmäßig fährt, die er quasi in- und auswendig kennt. Weil wenn man über die Strecke überhaupt nicht mehr nachdenkt und eine Erwartung hat, wie sich jetzt diese Kurve fährt oder wie sich an der Stelle abziehen lässt und wie das Fahrwerk sich in irgendwelchen Bremswellen verhält, dann kann man natürlich auch sehr genau beurteilen, was das Rad anders macht. Aber der Christoph ist eigentlich auf das gekommen, was ich von dem Datenblatt her erwartet hätte und was ich auch auf meiner kurzen Testrunde so erfüllt habe. Das Rad fährt sich sehr intuitiv. Von daher passt vielleicht diese Aussage Supernatural oder dieser Beiname Supernatural, den YT dem neuen Decoy gegeben hat, sehr gut. Das Rad ist jetzt kein echter Spezialist, aber das, glaube ich, soll es ja auch nicht. Es ist ein Enduro, es soll gut runterfahren und es ist aber natürlich auch ein EMTB, das heißt, es soll gut hochkommen und so fährt es sich auch. Was wir uns nochmal angucken müssten vielleicht ist, wie sich die Hinterbauten mit dem Luftdämpfer verhalten. Der Hinterbau hier ist eher auf der komfortablen Seite, aber durchaus, wenn man dir ein bisschen an der Compression was einstellen, die richtige Feder wählt, es ist nicht so, dass er durchsackt, aber er ist eher traktionsstark, sage ich mal jetzt. Bisschen Feedback habt ihr noch. Von den Komponenten her, die neue Maven funktioniert super, die Schaltung funktioniert super. Wenn ihr das erste Mal mit der Schaltung unterwegs seid, müsst ihr euch vielleicht ein bisschen umgewöhnen. Wir haben tatsächlich auch diesen Effekt gehabt bei unseren ersten Fahrten mit Transmission. Es gibt Schaltungen, die schalten schneller. Die Transmission schaltet immer sehr gleichmäßig und sehr, sehr exakt und sehr kontrolliert. Das ist was, was man sich umgewöhnen muss. Auch eine Umgewöhnung war für mich die Bremse. Nicht nur bei dem Rad, ich bin sie vorher schon gefahren. Wenn man alte SRAM-Bremsen gewohnt ist und dann die Maven, dann ist diese Bremse schon ein echter Schritt nach vorne. Zum Gabel habe ich noch nichts gesagt, aber zur Gabel muss ich auch nicht viel sagen. Die Fox 38 ist eine echte Bank. Wenn jemand extrem leicht ist, ist dem die Gabel vielleicht sogar etwas zu steif, weil die halt doch Schläge in den Lenker weitergibt,
die sehr leichte Fahrer vielleicht da gar nicht haben möchten. Bei meinem Gewicht ist das super. Ich kann mir echt aussuchen, wo ich hinfahre, wo andere Gabeln dann doch mal wegflexen. Und was ich noch lobend erwähnen möchte, sind auf alle Fälle die Reifen. Die Conti Grip Total haben, glaube ich, den guten Ruf, den sie gerade momentan genießen, absolut zu Recht. Der Reifen liefert echt eine sehr, sehr gute Performance ab. Was möchte ich noch loswerden zum Rad? Ja, zu meckern habe ich eigentlich nichts. Die Preise sind YT-typisch echt gut. Das ist ein ausgewogenes Rad mit einer guten Performance. Und selbst optisch gefällt mir gerade das Topmodell total gut mit dem Anthrazit und Gold. Ihr wundert euch jetzt, dass ich noch nichts zum Motor gesagt habe. Hat verschiedene Gründe. Zu dem Fazur findet ihr auf dem Kanal genug Videos. Der Michael hat da einiges gemacht. Guckt euch das einfach gerne mal an. Beim Fahren, ich bin gerade auf einem Bosch SX unterwegs und freue mich total drüber, dass ich wieder ein bisschen mehr Rad fahre und mich ein bisschen weniger durch den Wald schieben lasse. Von daher auch hier die 60 Newtonmeter, die der Fazur hat, reichen mir da völlig aus. Ich bin da happy mit. Und der Fazur ist ja doch, was seinen Energiehaushalt und den Verbrauch angeht, durchaus human. Das heißt, ihr kriegt da auch, wenn ich die ganze Zeit nur im absoluten Turbo durch die Gegend fahrt, auch ordentlich Strecke zusammen, dann reicht das eventuell auch mal für die Tagestour oder für die Ganztagestour. Ja, aber eins müssen wir zum Fazur schon sagen. Er hat in der letzten Zeit halt ab und zu mal Auffälligkeiten gezeigt, einfach in Hinsicht Standfestigkeit. Das heißt, wir hatten Motoren, die sind ausgefallen. Ich habe da mal Rücksprache gehalten mit ein paar Händlern, die konnten mir das einfach so bestätigen. Und auch dieses Rad ist das zweite Testrad, das wir haben, weil es musste ausgetauscht werden, weil der Motor einmal sich einfach nicht mehr einschalten ließ. Ich denke aber, Fazur kriegt das in den Griff. Und auch gerade der Vorgänger vom Ride 60 war ja kein Motor, der da große Probleme hatte. Wir werden das auf alle Fälle beobachten und werden auch nochmal nachfragen bei Fazur und YT, was die dazu sagen. Ihr könnt ja gerne mal eure Erfahrungen mit dem Motor in die Kommentare reinschreiben. Würde mich wirklich interessieren, wie das ist. Auch die da mal einen Fall gehabt haben, wie hat das funktioniert mit Reklamation oder Service. Ja, das ist jetzt aber echt der einzige Punkt, wo ich meckern kann. Und ansonsten wiederhole ich mich. Die Idee des Electric Enduro und den Beinamen Supernatural, YT hat es mal wieder getroffen. Sie haben mal wieder ein Rad für die Biker gemacht, ein Bike for Riders, um es in Neudeutsch zu sagen. Und ich glaube, dass sehr viele Menschen damit sehr viel Spaß haben werden. Wenn ihr ein zahmes Touren vor ihr wollt, dann seid ihr falsch. Electric Enduro trifft's. Sagt mir, ob euch das Video gefallen hat. Lasst gerne einen Kommentar da zum Motor, zu den anderen Komponenten, eure Erfahrung mit YT. Und was ihr mir auch sagen könnt, fahrt ihr ein altes Decoy? Ich finde das alte Decoy auch ein ziemlich geiles Rad. Würdet ihr jetzt von dem umsteigen, vom alten Decoy auf das? Würde mich interessieren. Bis nächstes Mal. Ciao.